heute auf der hessischen Staatsdomäne Frankenhausen, Austragungsort von den ersten bundesweiten Öko-Feldtagen in Deutschland. Wir haben insgesamt 300 Aussteller gewinnen können aus den verschiedensten Bereichen: Betriebsmittel, Saatgut, Züchtung, Maschinen, Verbände, Kontrollstellen, also die gesamte Welt, die den Ökolandbau ausmacht. Ja, die Öko-Feldtage sind ja nur neu für alle, ist das erste Mal und es ist schon beeindruckend, was man hier auf die Beine gestellt hat, sowohl was die Maschinenvorführungen angeht, was die zahlreichen Sortenversuche angeht. Hatte ich nicht erwartet, dass man das in diesem Umfang überhaupt leisten kann. Unsere Hauptmotivation war auf alle Fälle, eine gemeinsame Austauschplattform zu schaffen für Landwirte in Deutschland, die entweder schon Ökobauern sind oder auch Interesse an einer Umstellung haben. Das gibt es noch nicht in Deutschland. Es gibt einzelne regionale Feldtage, aber eine bundesweite Veranstaltung gab es bisher noch nicht. Wir sind da mit einer Luzerner Gruppe. Mein Eindruck hier, sehr gut organisiert, großartig, eine wunderschöne Anlage dieses Frankenhausen. Und was mich sehr beeindruckt hat, sind natürlich die Kulturen. Sehr sauber, wie geschleckt, fast zu sauber. Uns liegt daran, wirklich die ganze Vielfalt der Ökobranche hier zu zeigen. Versuchsparzellen mit den neuesten Züchtungen, Wertprüfungen auch vorzuzeigen, Landessortenversuche. Dann ist ein großer Block der Maschinenvorführungen. Wir haben über 35 Maschinen, die hier live gezeigt werden. Die Qualität der Besucher finde ich hier ausgezeichnet. Also ich würde sagen, wir sind sicher bei über 90%, was potenzielle Kunden zu unserem Stand kommen. Die Organisation hier läuft wirklich sehr gut ab. Und qualitativ haben wir ein wirklich sehr hochwertiges Publikum. Gell? Also wir haben gestern wirklich richtig gute Diskussionen und Gespräche geführt. Die Location hier, der Platz, ist natürlich perfekt für so eine Veranstaltung. Der wunderschöne Hof und hier das Gelände ist wunderschön und herrlich angelegt. Wir freuen uns schon, in 2 Jahren wiederkommen zu dürfen. Wir haben auch im Unterschied zu anderen Feldtagen die Tierhaltung explizit im Fokus. Es gibt eine Sonderschau Tierhaltung. Wir haben Tierhaltungsaussteller auch zwischen den anderen Ausstellern und das Thema noch Nährstoffmanagement mit der Sonderschau Kompost. Wir haben eine kleine Innovationsschau, wo auch Maschinen vorgestellt werden zur Unkrautbekämpfung, Schneckenroboter und ähnliches, die noch nicht in Serienreife sind, aber die möglicherweise in 1 oder 2 Jahren auch auf dem Markt erscheinen. Das gesamte Verpflegungskonzept war uns ganz wichtig, dass wir hier regionale Anbieter auch reinbekommen. Natürlich alles ökologisch, klar, aber auch regional. Wir haben eben halt hier auch Musikbands übers Gelände laufen lassen, was bei allen Ausstellern und Besuchern gut ankam. Und wir haben noch ein Konzert im Parkangebot, sodass es auch nochmal eine richtige Midsommernachtparty war. Und diese Kombination macht einfach auch die gute Stimmung hier auf den Feldtagen aus.